So, wunderschönen guten Tag, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Update-Video hier auf meinem Kanal. Bei mir bekommst du tägliche Chart-Analysen, meine persönlichen Prognosen, meine Trade-Setups zu Bitcoin, Ethereum und ausgewählte Altcoins. Und wenn du auch Teil dieser geilen Community sein willst, dann lass du gerne das kostenlose Abo da, einen Kommentar, ein Like, die Glocke auf alle Stellen, damit du benachrichtigt wirst, sobald ein Update-Video hochgeladen wird. Und wenn du das gemacht hast, gehen wir auch gleich in die Charts. Aber vorerst erstmal eine kleine Info. Wie es einige schon mitbekommen haben aus meinem Telegram-Kanal, ich war übers Wochenende im Krankenhaus, hatte am Freitagabend voraussichtlich nach dem Abendessen, es ist aber unklar, kann auch am Morgen gewesen sein oder am Tag davor, ich weiß es nicht, ich wurde auf jeden Fall wegen einer Lebensmittelvergiftung wurde ich ins Krankenhaus eingeliefert, musste bis Sonntag, also bis gestern um 11 Uhr dort bleiben, habe dann grünes Licht bekommen, durfte nach Hause. Gott sei Dank, mir geht es dementsprechend auch wieder okay. Ich habe noch starke Halsschmerzen. Es ist einfach vom Erbrechen die ganze Zeit. Bauchschmerzen sind soweit okay. Fieber ist auch weg. Ich hatte teilweise 41 Grad Fieber am Freitag und am Samstag. Aber soweit ist alles okay. Also dafür erstmal danke für die ganzen Genesungswünsche. Geile Community, Leute. Echt hat mich gefreut, dass ihr mich so sehr schätzt hier. Und was ich genau noch ändern will hier auf meinem Kanal, ich versuche mich ja immer zu verbessern und ich sehe es auch an den Analytics, meine Live-Videos, die haben die letzten Male oder das letzte Live-Video hat weniger Resonanz bekommen, obwohl das länger ging. Deswegen, um auch euch einen Mehrwert zu bieten und auch, dass ich meine Zeit besser und sinnvoller für die Community bereitstellen kann, ist, wir werden ab jetzt, versuche ich es, einmal die Woche ein Live-Video zu machen, dann dafür aber etwas länger, so dass es etwas Besonderes ist. Ich habe mir vorgestellt, sonntags immer um 20.30 Uhr, diesen Termin können wir fix machen. Ich werde es so hinbekommen, dass mein Kleiner da schon schläft und ich dann für euch dann dort live sein kann. Dann gehen wir dort sämtliche Märkte durch, die ihr haben wollt. Bitcoin, Ethereum sowieso und sonst Altcoins gehen wir alles durch, was ihr auf dem Herzen habt und unter der Woche kommen ganz normal Bitcoin, Ethereum täglich plus 1-2 Altcoins täglich, die ich so auf dem Schirm habe und wegen der Trading Challenge, die höchstwahrscheinlich ab morgen losgeht, ich brauche noch das Okay von YouTube für die Kanalmitgliedschaften, das ist immer noch in der Bearbeitung, sobald das Okay kommt, werde ich euch nähere Infos geben, wie das läuft über meine Bing X Challenge, ich habe mir jetzt paar Gedanken gemacht und diese Challenge wird heißen 500 2x, also 500 bis Summe unendlich. Wir werden dort versuchen gemeinsam, je nachdem was für Trading Konto ihr habt. Ich habe aber vorgesehen ein 500er, also ein 500 US-Dollar Konto mit euch hoch zu traden. Ihr könnt diese Trades komplett gleich übernehmen mit eurem Konto. Ihr müsst kein 500er, bloß in meinem Kopf war das so drin. 500 US-Dollar ist so ein Betrag, wo man sagt, okay, es tut jetzt nicht allzu sehr weh, sollte das schief gehen, das Projekt. Wovon ich aber stand jetzt stark nicht davon ausgehe, dass es schief geht, sonst würde ich es nicht machen. Ich will nicht, dass meine Community Geld verliert. Aber wiederum sind 500 US-Dollar auch ein Betrag, bei dem man auch spürbar etwas sieht, wenn es normal läuft, wie es laufen sollte, wie ich meine Trading Skills selber abschätze und einsehe. Also deswegen dachte ich, okay, 500 zu bla bla bla. So wird die Challenge heißen und teilnehmen können alle, die ab morgen höchstwahrscheinlich in der Kanalmitgliedschaft sind, bei YouTube bei mir und über Bing X. Mein Link ist keine Anforderung. Ja, wenn ihr schon bei Bing X angemeldet seid, durch andere YouTuber oder durch euch selber, auch kein Thema, würde mich halt unterstützen natürlich, auch wenn ihr bei BitGet euch anmeldet über meinen Link, würde mich auch unterstützen, wenn ihr meine Arbeit schätzt, aber dafür, darauf gehen wir morgen drauf ein oder sobald das halt bei Fix, bei YouTube fix ist und heute soll es erstmal um die Analyse gehen, Chartanalyse, wir gehen auf Bitcoin, Jetzt versucht der Markt wieder einen Ausbruch über die 45.000. Ihr seht hier gerade live, wir versuchen gerade den Ausbruch über 45.000 hochzugehen. Dieser Orderblock ist hier noch eine letzte Hürde. Dieser Bereich hier war für einen Short geeignet, aber der Markt hat diesen Bereich nach oben durchbrochen.
Ich bin noch in einem Short drin, weil ich gehe auch jetzt noch davon aus, dass wir hier eine Korrektur sehen sollten oder könnten, ja. Nur wir wissen halt, der Markt macht halt viele Sachen, die nicht logisch sind. Allein von der Price Action her haben wir hier diesen letzten Orderblock, wo wir sagen können, das ist die letzte Hürde, da liegt auch noch Liquidität. Ja, da versuchen wir gerade rauszubrechen bei Bitcoin. Sollten wir das hier nach oben nehmen, dieses High bei 46.000 knapp, dann ist der Weg nicht mehr weit bis zu den angepeilten 50.000 US-Dollar bis 57.000 US-Dollar bei Bitcoin. Wichtig ist jetzt für die nächsten Stunden oder für die nächsten Minuten, wenn ihr das Video anschaut, ist wahrscheinlich schon die Uhr hier abgelaufen, nee, mit Sicherheit abgelaufen. Wir müssen halt diesen Orderblock rausnehmen, weil bis jetzt haben wir hier nur mit den letzten Kerzen auch von diesem High und von diesem High haben wir hier bloß Liquidität abgegriffen, oberhalb von den 44.800 US-Dollar oder ziemlich genau auf den 44.800 US-Dollar. Das wäre jetzt die erste Kerze wieder, wo wir oberhalb von den 44.800 schließen würden, aber noch nicht höher als dieses letzte High bei knapp ja, 46.000 US-Dollar. Deswegen, solange wir hier nicht signifikant drüber pushen mit, und zwar mit einem stark, mit einer starken Kerze, ja, so jetzt nicht so etwas, was wir hier sehen, sondern es muss wirklich eine Kerze sein, die hier sowas in die Richtung macht, ja, Richtung 48.000 hochpumpt. Und zwar gut hochpumpt. Solange wir das nicht sehen, ist für mich ein Abverkauf oder eine Korrektur nach wie vor wahrscheinlicher. Trend-Wendebereich, wo der Markt spätestens wenden sollte, wären die 35.100 US-Dollar bis runter zu 31.500 US-Dollar. Ich gehe aber stark davon aus, nach diesem Konstrukt, was wir hier haben, sollten wir die Korrektur sehen. Gehe ich stark davon aus, dass wir hier eher in den oberen Bereich beim 50er-Level, also um die 35.000 US-Dollar, korrigieren sollten, spätestens. 34.000 auch, also zwischen 34.000 und 35.000 US-Dollar sehe ich spätestens die Trendwende. Sollten wir überhaupt korrigieren jetzt? Ja, wir dürfen nicht vergessen, diese Woche, ganz wichtige Woche, der ETF soll gelauncht werden. Da bin ich aber etwas vorsichtiger, weil, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, wie ich es auf Twitter mitbekommen habe, ist die Entscheidung vom ARK Invest, glaube ich, war das. Die Entscheidung soll jetzt am 10.01. fallen, weil da ist die Deadline. Bis dahin muss die SEC entschieden haben, ob der ETF zugelassen wird. Und alle anderen haben deutlich später die Deadline. So, das heißt, entweder meine Meinung jetzt, meine persönliche, wie gesagt, das kann auch vollkommen falsch sein, aber warum sollte die SEC jetzt alle Entscheidungen nach vorne ziehen, um ein Spot-ETF zu entscheiden? Ja, weil wenn einer genehmigt wird, müssen alle, auch automatisch alle anderen genehmigt werden, weil die haben alle die gleichen Anforderungen erfüllt, die haben alle die gleichen Anforderungen der SEC mitgeteilt, was die SEC haben wollte. Deswegen wäre ich etwas vorsichtiger, würde auch mit meiner Prognose dazu passen, dass wir hier eher korrigieren. Gehen wir auch gleich noch darauf ein. Und zwar, es wäre für die SEC ein leichteres zu sagen, okay, hey, ARK Invest in oder halt der ETF, wo jetzt genehmigt werden sollte am 10.01., der wird nach hinten verschoben und die SEC gibt ein Datum vor und sagt zum Beispiel, jetzt am 1.03. werden alle ETFs zusammen beschlossen, ob die genehmigt werden oder nicht. Ja, so es ist für die SEC leichter, ein ETF nach hinten zu verschieben, eine Entscheidung, als wiederum alle anderen nach vorne zu verschieben, nach vorne zu verlegen, die Entscheidungen. Also deswegen wäre ich etwas vorsichtig, ob das wirklich so kommt, weil laut Umfragen sind wir, glaube ich, bei 80% der Marktteilnehmer gehen davon aus, dass wir den ETF zugelassen bekommen am 10.01. Sollte er nicht zugelassen werden, dann sehen wir hier meiner Meinung nach eindeutig hundertprozentig hier die Korrektur. Ja, wie gesagt, in den besagten Trendwendebereich. Was auch wichtig ist, hier diese 4-Stunden-Kerze, wo wir jetzt gerade bei Bitcoin sind, sollte diese 4-Stunden-Kerze, ja, wenn ihr das Video seht, ist die schon zu Ende, die 4-Stunden-Kerze. Hier bei mir geht es noch 13 Minuten. Was auch ganz wichtig ist, sollten wir hier diese 4-Stunden-Kerze unterhalb
von den 44.850 US-Dollar schließen, hätten wir auch wiederum nur Liquidität oberhalb von diesen Highs abgefischt. Ja? Also der Markt schwankt hin und her. Schwierig. Also wie gesagt, für mich zählt aber das, sollten wir hier nicht mit einem großen Wick, mit einem großen Pump die 46.000 nach oben durchbrechen, gehe ich, stand jetzt, immer noch davon aus, dass wir eine Korrektur sehen. Und warum gehe ich davon aus? Weil wir hier einfach eine korrektive Phase haben mit leichten Higher Highs, aber auch wiederum mit Lower Lows. Wir hatten ja hier schon mal so eine Phase, wo der Markt nicht schön aussah, ja. Aber der Unterschied, was wir hier hatten oder was wir hier unten hatten, ja, das sah auch alles nicht schön aus. Aber wir waren hier, wenn wir das hier einzeichnen, vor dem Ausbruch nach oben, waren wir hier in einem klaren Aufwärtstrend, ja. Das hatten wir hier. Wir hatten es bei dieser Aufwärtsbewegung, wo auch nicht schön aussah, ja, wo wir auch wochenlang gekämpft haben und gesagt, es sieht einfach nicht schön aus. Aber auch nichtsdestotrotz, wir waren auch hier in einem klaren Aufwärtstrend. Wir hatten hier 1-2 Fakeouts, ist okay, gehört dazu. Man kann sich es auch so legen, also mit 2 Fakeouts waren wir dabei, aber wir waren in einem Aufwärtstrend und dieser Aufwärtstrend wurde danach mit viel Volumen oder halt mit viel Marktbewegung, mit einer starken Marktbewegung nach oben durchbrochen und deswegen, wenn man sich jetzt den Volumen, das Volumenprofil reinzieht, wird man wahrscheinlich sehen, dass hier mit viel Volumen gehandelt wurde, mit relativ viel Volumen. Aber was wir jetzt hier oben sehen, in dieser Phase, das ist nicht schön. Also das ist wirklich eine sehr korrektive Phase mit higher highs, lower highs, higher lows, lower lows. Entweder akkumuliert sich der Markt hier in diesem Bereich, wo wir hier gerade sind, bullish für den ETF, für die Zulassung, dass wir hier nach oben durchziehen, oder der Markt sammelt hier einfach noch genug Käufer ein, damit die Großen verkaufen können. Also wir müssen etwas vorsichtig sein, was der Markt hier macht, nicht allzu bullish sein, liebe Leute. Natürlich sollte der ETF zugelassen werden, gehe ich auch davon aus, dass wir erstmal ein Pump sehen werden, in meinem Zielbereich eventuell, sogar recht fix, innerhalb von zwei Tagen, aber von ein paar Tagen, vielleicht 1-2 Wochen und dann von hier aus dann die große Korrektur sehen können bei Bitcoin. Entschuldigung, ich bin noch etwas heiser von dem Scheiß, ihr wisst, was ich meine. Also, das ist für mich die Möglichkeit bei Bitcoin. Einfach vorsichtig sein, Leute. Ich bin noch in meinem Short drin. Wie gesagt, eine kleine Position. Wenn ich da ausgestoppt werde, ist halt so, tut mir nicht weh. Das sind ein paar Dollar. Sei es drum. Auf jeden Fall würde es von der Struktur her einfach Sinn machen, dass wir jetzt hier und gerade wegen diesem starken Abverkauf, ja, wenn wir es hier auf dem 15-Minuten-Timeframe anschauen, sehen wir hier klar und eindeutig die letzte starke Bewegung war diese Abwärtsbewegung und seitdem laufen wir halt hier auch korrektiv nach oben. Es ist, wie es ist. Ja, ihr seht es hier. Higher Highs, dann machen wir ein neues Lower Low. Dann wieder Lower Highs, Higher Low, Minimal Higher High, Minimal Higher Low. Dann machen wir wieder Lower Highs, dann wieder Lower Lows und dann wieder ein Higher High. Und jetzt gucken wir mal, wie es weitergeht. Aber das hier ist einfach nicht schön, die letzten Bewegungen bei Bitcoin. Diese Aufwärtsbewegung, diese vermeintliche Aufwärtsbewegung, was wir jetzt hier sehen auf dem 15-Minuten-Timeframe. Deswegen müssen wir abwarten, was uns der Markt hier gibt. Aber ich werde vorsichtig, Leute. Auch in Bezug auf den ETF, was da kommt, könnte eine sehr, sehr volatile Woche werden bei Bitcoin und natürlich auch dem restlichen Altcoin-Markt. Gehen wir hier noch auf Ethereum. Auch bei Ethereum sind wir hier nach wie vor in meinem bearischen Trend-Wende-Bereich. Dieser geht von 2251 US-Dollar bis hoch zu 2317 US-Dollar. Ich überlege, ob ich noch bei Ethereum eine Short eröffne, aber eher nicht. Es reicht mir, wenn ich in Bitcoin und in Solana, bin ich auch übrigens Short gegangen am Freitag, bevor ich ins Krankenhaus musste. Habe ich es gerade so noch geschafft, eine Short zu öffnen mit den letzten Kräften. Nee, die Order war schon am Vormittag platziert von mir, von daher alles gut. Ja, also wie gesagt, bei Ethereum sind wir auch in einem bearischen Trendwendebereich. Müssen wir gucken, ob dieser Bereich hier hält
oder ob wir hier nach oben durchziehen. Ich gehe aber auch hier davon aus, dass wir ja den hier machen. Bei Ethereum ist der bearische Trendwendebereich oder der bullische Trendwendebereich natürlich nach wie vor bei 1961 US-Dollar bis, das waren wir mal weg, bis 1796 US-Dollar. Sollten wir hier die Korrektur sehen, gehe ich davon aus, dass wir hier, einen Moment, jetzt habe ich, glaube ich, das Falsche weggemacht. Ne, passt, warum ist es hier in weiß, in blau, nicht in weiß. So, also, wie gesagt, 1961 bis 1796 US-Dollar wäre der bullische Trendwendebereich. Sollten wir jetzt die Korrektur sehen bei Ethereum, nein, war doch der falsche. Alter, nein, jetzt weiß ich selber nicht, was ich erzähle hier. Also, dieser Bereich hier, den machen wir jetzt in blau. So. So, das hier ist richtig. Was war das Blaue gerade vorher? Also, nochmal ganz kurz. Jetzt, der Bereich von 1764 US-Dollar bis runter zu 1534 US-Dollar ist für mich der wahrscheinlichste Bereich, dass der Markt nach oben wendet bei Ethereum. Sollten wir jetzt die Korrektur sehen. Dieser Bereich stimmt jetzt. Das ist der richtige für die weiße Sequenz. Aber, was ich vorher noch drin hatte, das Blaue. Es kann sein, dass der Markt auch nur hier diese Aufwärtsbewegung korrigiert. Und dann würden wir das sehen, was ich vorgesagt habe, den anderen Trendwendebereich. Also knapp 1960 bis 1797 US-Dollar ist dann auch eine Möglichkeit, dass wir runtergehen. Wenn wir uns diese Abwärtsbewegung aber anschauen, was wir hier haben, mit diesem High und diesem Low und wir uns unsere FIP-Extensionslevel nach SK-System einzeichnen, sehen wir schon, wo es uns wahrscheinlicher hinbringen könnte. Sagen wir mal, wir machen hier minimal ein Higher High, sagen wir 2300 US-Dollar. Dann seht ihr, wären die Ziele von diesem Konstrukt, was wir bis jetzt nur ein Konstrukt haben, wären tatsächlich etwas tiefer und würden uns eher in den Bereich von 1600 bis 1550, also 1600 US-Dollar ungefähr bringen können. Ist noch nicht bestätigt, aber ist wahrscheinlich, auch für mich eher wahrscheinlich, dass wir die weiße Box anlaufen und nicht und diese blaue nicht hält. Ja? Müssen wir abwarten, was der Markt hier macht. Auf jeden Fall hier bei Ethereum auch schwierig. Wir kommen hier nicht drüber über diesen letzten Orderblock, was wir hier oben hatten. Wir hätten diesen Orderblock als Support nutzen können, aber ich habe es auch schon in einem der letzten Update-Videos zu euch gesagt. Mir hat das hier nicht gefallen, dass wir hier mit dem letzten Push nach oben dieses High nicht rausgenommen haben bei Ethereum. Und somit kommt es, was kommen musste. Der Markt geht tiefer und Stand jetzt hat ein neues Lower Low nicht zu einem Higher High geführt. Wir strugglen hier aus diesem Orderblock hier. Kommen wir einfach nicht drüber, dient jetzt als Widerstand und somit wäre folglich richtig, auch hier bei Ethereum eher den hier zu machen. Müssen wir abwarten, was der Markt hier macht. Wie gesagt, Short-Möglichkeit wäre hier in diesem Bereich, wo wir uns gerade aufhalten, schwierig. Ich bin, wie gesagt, Bitcoin, Ethereum, Bitcoin und Solana Short. Gehen wir auch gleich drauf ein. Ich bin hier im BC-Korrekturlevel eingestiegen. Bei Solana, ich lasse den Trade laufen, sollte er ins Ziellevel führen, bin ich glücklich, wenn nicht, dann werde ich halt ausgestoppt. Ich habe meinen Stop-Loss schon auf den Entry gezogen, das heißt, ich bin risikofreier Markt. Mein Arbitrum-Long läuft immer noch mit zigtausenden Prozenten im Gewinn, von daher alles easy, was der Markt hier macht. Ich bin entspannt, wie gesagt, ich erwarte nicht allzu viel diese Woche, gerade wegen dem ETF, also ich
ich erwarte viel Bewegung, aber ich erwarte nicht allzu viele Trading-Setups, weil der Markt einfach sehr, sehr volatil sein kann und Stop-Loss höchstwahrscheinlich auf beiden Seiten gefischt werden. Ich gehe nur auf sichere Trades, wo ich mir zu 100% sicher bin, dass sie in die richtige Richtung laufen. Auch ich habe keine Glaskugel, auch ich weiß nicht, ob sie zu 100% in die richtige Richtung laufen, aber ich versuche, mein Risiko zu minimieren. Und von daher, bei Solana war mein Short Entry bei 99,2 US-Dollar bis hoch zu 105,3 US-Dollar. Ich bin bei 101 irgendwas eingestiegen. Von daher, alles gut, gucken wir, was der Markt hier macht. Sonst, wie gesagt, morgen kommt das nächste Update-Video. Sonntags werde ich versuchen, oder wir machen es, jeden Sonntag 20:30 Live-Update mit Bitcoin, Ethereum und sämtlichen Altcoins, Wochenausblick. Und wie gesagt, wenn dir dieser Content gefällt und du mich unterstützen willst, ab morgen gibt es eine Kanalmitgliedschaft, da kannst du mich auch für 1,99 unterstützen, wenn du mich nur unterstützen willst hier. Und klar, dann für 5 Euro die Kanalmitgliedschaft, wo wir zusammen nach meiner Anleitung ein 500er Konto hochtraden. Wird sehr, sehr spannendes Projekt, Leute. Sagt allen Bescheid, ladet die Leute ein, sollen sie mitmachen, gucken, ob wir aus den 500 vielleicht 600 machen dieses Jahr. Okay, also von daher, ich danke euch für die Unterstützung und ich wünsche euch einen schönen Abend und bis zum nächsten Update-Video. Euer Joe, macht es gut und ciao, ciao, Leute.